So, wir haben letztes Mal hier aufgehört, sind auf der Flucht vor Daddy. Die Zoe hat uns wieder angerufen und hat uns gesagt, wir sollen aus dem Haus raus, durch die Eingangshalle. So, und da waren wir zuletzt. Speichern wir nochmal ab. Und versuchen wir mal hier irgendwie rauszukommen, ohne dass Daddy uns erwischt. Da ist er nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir überall lang gelaufen sind letztes Mal. Ob der überhaupt noch hier ist. Wahrscheinlich nicht. Geht nicht auf. Ich kann immer noch nicht den Quatsch hier verwenden. Draußen. Okay. Eingangshalle, die war hier hinten. Geht es da zur Eingangshalle? Oh, habe ich das auch schon angeguckt? Da waren sie noch nett. Fünfundzwanzigster Hochzeitstag. Danach ging es wahrscheinlich bergab. So. Die doch noch hier irgendwo ist. Oh, da ist was. Hey, Oh machen Sie Gott. auf! Wer ist das? Gehen wir da hin? Hey Sie, Oh machen Sie Gott. auf! Der hat eine Taschenlampe. Hi. Hey Sie! Hallo. Hi. Hey, Sie müssen mir helfen. Oh. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Nein. Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Nein. Was? Ich? Nein. Nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Ach was. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Ist er alleine? Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Ja. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Arschloch. Machen Sie Witze? Das sagt einer, der alleine hierher kommt. Es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Nein, okay. Ich bin vermisst. Ich sage Ihnen, was Sie wollen. Schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. So, in der Garage. Hey, halt! Nicht weggehen, hallo! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Na komm, gib die Waffe her. Verdammtes Taschenmesser? Messer? Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Na super. Los, jetzt. Garage. Sofort. Garage. Okay, was hier sind 20 Leute vermisst. Und er kommt ganz alleine hierher. Noch dazu ein schwarzer Kopf.
Das ist nicht. Das ist überhaupt nicht klischeehaft. Okay, Garage. Wir haben keine Pistole. Garage. Lass uns schnell gehen. Wir müssen hier raus, verdammt. Ja. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen tun. Nein, da haben wir keine Zeit für. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Ja, Sie Ihren Job und ganz schlecht. Antworten Sie endlich. Raus, wir müssen hier raus. Ich glaube, wenn ich Ihnen erzähle. Oh Gott, hinter dir. Die Garage geht zu. Hey, oh. Stopp. Nein, 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 nein. Au. Okay, ich habe Angst. Der bringt den um. Ein bisschen nur. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Nein, nein, nein. Was soll ich jetzt machen? F. F. Habe ich dafür Zeit? Nee. Oh Gott! Was ist das? Autoschlüssel. Autoschlüssel. Verpiss dich. Nein! Au! 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 Geht's dir gut? Nein, danke. Okay, weg da. Wir müssen in das Auto rein. Komm schon, Daddy, komm da weg. Komm weg da. Sein guter Daddy. Komm weg da, komm. Komm weg da. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Raus. Rein in das Auto, geh doch rein in das Auto! Und jetzt? F. Komm schon, Daddy. Scheiße! Der ist aber hart im Nehmen, hä? Oh, komm schon! Fahren zur Sicherheit. Was? Wo ist er? Wo denn nur? Oh Gott! Nettes Auto, Eve. Was macht er denn da? Scheiße! Lass los, du Arsch! Beenden wir das. Du und ich. Oh. Ich kann nichts machen. Oh ja! Wollen wir eine Spritztour machen? Nein! 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 Nein, 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 nein. Scheiße! Oh. Ich lebe noch. Und er? Oh. Ist er tot? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er tot ist. Oh, oh, Pistole, Pistole, Pistole. Oh, es brennt. Es brennt es. Okay. Da ist er. Schau, was du angestellt hast. Scheißkerl. Ah. Au. Oh. Ich will hier nicht liegen. Ich will hier nicht. Steh doch auf, Mann. Langsam das alles ist. Ist er tot? Kann ich hier nochmal drüber fahren? Nee. Geht's nicht da raus? Ich traue dem Frieden hier nicht. Komm, hier ein bisschen Medizin. Medizin.
Medizin. Zur Eingangshalle sehe ich immer noch. Nicht ins Mikro pusten. Schön liegen, Daddy. Wo geht's denn hier raus? Liegen bleiben. Okay. Huch. Wo geht's denn hier raus? Hier, geht nicht. Leiter. Muss ich zur Leiter? Ah. Ich will nicht so dicht daran. Die sind doch hier alle nicht richtig tot. Gehen wir zur Leiter. Bleib schön liegen. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Ist er jetzt denn tot? Da fließt was raus aus Daddy. Jetzt ist er aber tot, oder? Also so gefällt er mir ja ganz gut. Oh, was ist das für ein Geräusch? Wir müssen da trotzdem hoch, oder? Okay. Oh, komm schon hoch, komm, komm, komm. Nicht, dass er dich jetzt noch am Fuß packt. Nee. Staubsauger. Tür zu tun. Ah, okay. Ah. Und jetzt? Schon wieder runter? Muss ich runter? Ah. Ja. Das lassen wir jetzt schön zu. Hoffentlich begegnet uns der Rest der Familie nicht. 20 vermisste Leute. Vielleicht vermisst ja auch irgendjemand den Polizisten. Der kommt dann wahrscheinlich auch wieder alleine und guckt, was hier los ist. Warum können wir nicht da einfach raus? Hi. Ob wir da nochmal reingehen sollten? Nein. Ich hasse Ecken. Hey, keiner da. Ah, habe ich es jetzt verstanden? Tja. Oh, dieser gruselige Wackelkopf.
Kaputt. Ich habe lieber eine Pistole, glaube ich. Jetzt den Quatsch hier nochmal. Gar nicht? Na gut. Ah. Will ich da wirklich rein? Wo ist die Haustür? Das da? Oh, noch so einer. Shoot me, shoot me. Oh, kaputt. Nicht pusten. Fangen sie hier im Haus an zu bohren. Oh, Schießpulver, brauche ich das? Aber solange sie bohren, weiß ich wenigstens, dass ich nicht allein bin auf der Welt. Dann kann ich das Spiel ausmachen und... Ich hoffe, man hört das jetzt nicht im Mikrofon. Schon wieder. Okay. Mein Daddy ist dir schwer gemacht. Dein Daddy. Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Schlüssel? Okay. Ich melde mich wieder. Okay. Ist das die Haustür? Geht nicht. Okay, die Köpfe fehlen. Dann suche ich wohl die Köpfe. Da will ich raus. Hi. Auch nicht. Was war das? Da oben sitzt Oma, oder? Oh Mann, ey. Geht nicht. Wie habe ich das eingesteckt? Schön sitzen. Nicht aufstehen. Wir gehen jetzt auch gar nicht da hoch und gucken. Ne. Gewehr. Hallo. Aber auch eine Stahltür. Okay, wir gehen erstmal hier rum.
Was habe ich jetzt gemacht? Wohnzimmer. Okay, aber das passt wahrscheinlich nicht in die Form. Haben wir sonst irgendwas dafür? Bestimmt was. Ich hab Angst, dass ich jetzt wieder dahin muss. Ins Wohnzimmer zurück. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Hole von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingestellt wurde, eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und Nichtsesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie planten, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. 19. Januar 2016. Und dann schicken die hier einen einzigen Polizisten hin. Ich muss wieder ins Wohnzimmer, oder? Gibt es hier noch einen anderen Raum? Okay, wenn die Omi oben sitzt, fehlt jetzt noch Mia und die Mutti. Die müssen ja noch hier irgendwo sein. Hoffen wir mal, dass Daddy wirklich tot ist. Gar nicht noch mal rein. Hat sich auch nichts verändert, ne? Alles noch genauso fies wie vorher. Ich habe alles schon gesehen. Okay. Schrank wieder zu. Ordnung muss sein. Gut. Einen haben wir.
nicht mehr da? Doch. Oh, weiß nicht, was mir lieber wäre. Schön sitzen bleiben. So. Ich würde das hier gerne kombinieren, dann habe ich da viel mehr Platz. Wieso ich mit dieser blöden Inventarsteuerung nicht klarkomme? Ja, weiß ich, ich will es ja hier gar nicht verwenden. Schön sitzen bleiben, Omi. Okay, viel einfacher als ich dachte. Ich bin einfach nur zu doof dafür. Wie ist denn Omi hier hochgekommen? Scheiße. Oh, ich will nicht. Nicht so schnell. Da ist jemand. Da unten ist jemand. Können wir die noch ein bisschen ignorieren? Vielleicht ist das das Hobby des Vaters. Oh. Wo ist meine Waffe? Tür, da ist auch eine Tür. Welche nehmen wir zuerst? Da kommt vielleicht noch eine Tür. Eine Treppe nach unten. Ah, das ist das Sofa, was man von unten gesehen hat. Da geht es nicht runter. Also mehr Türen kommen wahrscheinlich nicht. Kann ich nicht nehmen. Wir gehen mal den Flur entlang und dann entscheiden wir uns für irgendeine Tür. Kriegen wir so viel Medizin? Wofür? Mama jetzt hier oben ist? Nein. Können wir nicht hin? Warum nicht? Okay.
Zimmer. Wo ist die Waffe? Ich traue dem Frieden nicht. Scheiße, Mann. Kanada? Vielleicht hinter der Tür? Vielleicht in der Wanne? Ich gehe ohne die Waffe überhaupt nicht. Wann haben sie denn da reingelegt? Wie die Türen immer zugehen. Ich hasse das. Was macht man mit den ganzen Münzen? Da taucht bestimmt gleich eine auf. Ah, das ist gut. Munition ist gut. Mehr Spritzen. Drin. Da, ich muss da hin. Ich kann den Stöpsel rausziehen, stimmt. Holzstatue. Bah, wer da drin wohl verrottet ist. Nehme ich mit. Noch was? Nee, da versehe ich nicht rein. Ja, das sehe ich auch so. Okay, hier ist sonst nix. Geh mal wieder raus. Höllische Sache, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Stirb! Wo ist meine Waffe? Er hat uns eine Gabe gegeben. Ja? Und diese Gabe ist immer bei mir. Au! Waffe, ich hab deine Waffe! Ist die Familie nur ein Teil ihrer Gabe? Wodurch du sollst. Stirb, du Hund! Das interessiert dich nicht. Komm schon. Raus hier. Bleibt er liegen? Der war so tot. Warum denn jetzt wieder nicht? Ich bin einfach zu bescheuert. Okay, wir gehen hier raus. Die Tür geht zu. Komm schon, mach die Tür wieder zu. Bitte. Ist das jetzt gespeichert, oder? Ich weiß immer nicht, wann die Speicherpunkte sind. Puh, Scheiße. Der ist mit Sicherheit nicht tot. Der ist niemals tot. Okay, ich glaube, ich gehe mal runter. Und Speicher. Muss ich wieder an Oma vorbei, ne? Ah, lieber Oma als Daddy, oder? Ich könnte schnell rennen. Oh, schnell rennen. Oh, wir sind nicht mehr da. Oh Mann, das halte ich ja im Kopf nicht aus.
Ich will nur speichern. Ich will aufhören. Wo haben Sie jetzt die Oma wieder hingebracht? Speichern. F. Ja. Ach. Okay. Das war's. Ich brauche eine Pause. Wir sehen uns später.